Willkommen zum Webinar zu den linearen und nichtlinearen Berechnungen. Mein Name ist Daniel Gass. Ihre Fragen können Sie über das Chatfenster auf der linken Seite Ihres Bildschirms stellen. Wir werden Ihnen im Anschluss so schnell wie möglich antworten. Zunächst möchte ich darauf eingehen, was überhaupt Nichtlinearitäten sind. In AxisVM können wir verschiedene Typen von Nichtlinearitäten berücksichtigen. Die erste Gruppe wären die geometrischen Nichtlinearitäten. Das ist zum einen die Berechnung des Gleichgewichts am verformten System, Theorie zweiter Ordnung. Ein Spezialfall davon ist die Berücksichtigung von lokalen Imperfektionen oder Anfangsverformungen, um Spannungsnachweise an Stahlträgern führen zu können. Ein weiterer Fall von geometrischer Nichtlinearität ist die Berechnung von großen Verformungen, Theorie dritter Ordnung, wie wir sie bei einer Seilstatik benötigen, um ermitteln zu können, wie sich die Form des Seils einstellt unter Belastung. Eine weitere Gruppe von Nichtlinearitäten ist ein nichtlineares Elementverhalten. Verschiedenste Elemente können nichtlineare Eigenschaften besitzen. Das wäre beispielsweise ein Zug-Druckausschluss bzw. Elemente, die nur auf Zug oder nur auf Druck aktiv sind. Diese Elemente können auch eine Grenzkraft berücksichtigen. Das heißt, eine maximale Kraft oder ein maximales Moment, das übertragen werden kann. Wir werden das später noch an verschiedenen Beispielen sehen. Einige dieser Elemente können auch eine Anpassung der Steifigkeit abhängig von der Verformung bzw. abhängig von den Schnittkräften berücksichtigen. Im allgemeinsten Fall können wir ein Kraftverschiebungs- bzw. Momentenrotationsdiagramm definieren, um eben das Elementverhalten abzubilden. Besonders erwähnen möchte ich von dieser Liste zwei Elemente oder drei Elemente, zwei Zeilen. Das ist zum einen das Kontaktelement. Das Kontaktelement ist ein zwingend nichtlineares Element. Das heißt, die lineare statische Berechnung vernachlässigt dieses Element komplett. Dafür haben wir die Möglichkeit, eine Anfangsöffnung zu berücksichtigen, die erst geschlossen werden muss, bevor wir überhaupt Kräfte übertragen. Das heißt, wir können einen Spalt abbilden und erst, wenn die Verformung größer wird als dieser Spalt, übertragen wir Kräfte. Das zweite, was ich erwähnen möchte, sind die Starrkörper und Diaphragmen. In älteren Versionen von AxisVM sind diese Elemente nicht berücksichtigt worden in einer nichtlinearen Berechnung. Das ist mittlerweile nicht mehr der Fall. Wir können Starrkörper und Diaphragmen verwenden für nichtlineare Berechnungen. Allerdings stellt sich hier immer die Frage, inwiefern das am Ende sinnvoll ist. Die dritte Gruppe von Nichtlinearitäten, die wir berücksichtigen können, ist ein nichtlineares Materialverhalten.
Hier unterscheidet Axis VM zwischen zwei Fällen. Zum einen die plastische Schnittkraftberechnung, hier gezeigt für einen Stahl, grundsätzlich auch für Beton möglich. Für die plastische Schnittkraftberechnung benötigen Sie das PNL-Programmmodul. Für die Berechnung von Stahlbetonbauteilen im Zustand 2, im gerissenen Zustand, genügt jedoch das NL, das gewöhnliche, in Anführungsstrichen, nichtlineare Programmmodul. Auf die Berechnung im Zustand 2 möchte ich heute nicht im Detail eingehen. Wir haben dazu im Mai 2019 ein ganzes Webinar gemacht und Sie können sich dort die ganzen Details gerne nochmal anschauen. Jetzt aber ins Programm selbst rein. Ich habe auch heute wieder ein Beispiel vorbereitet und habe hier bereits die Lasten definiert in sehr vielen Lastfällen, damit ich ganz genau steuern kann, was wir wo für Schnittkräfte bekommen und ich Ihnen eben den Einfluss der Nichtlinearitäten auch zeigen kann. Was ich speziell erwähnen möchte, ich habe auf dieses Vordach eine Windlast definiert, einmal nach unten wirkend, einmal nach oben wirkend. Ich habe hier auch einen Wasserdruck unter der Bodenplatte berücksichtigt, was vermutlich eben Zusammenhang mit diesen Türöffnungen nicht allzu viel Sinn macht, aber letztendlich, es ist ein Beispielgebäude. Gut. Wenn wir eine nichtlineare Berechnung durchführen möchten, benötigen wir eine oder mehrere definierte Lastkombinationen. Das heißt, für die nichtlineare Berechnung ist eine Schnittkraftsuperposition, wie wir das bei der linearen Berechnung machen, nicht möglich, weil das statische System von der Belastung abhängig ist. Diese Lastkombinationen können wir beliebig erzeugen. Hier möchte ich Ihnen noch den Hinweis geben, es ist grundsätzlich möglich, die automatisch generierten Kombinationen hier einzufügen. Ich erzeuge mal nur die Tragfähigkeitskombinationen und stelle fest, mit meinem nicht ganz einfachen Lastsystem erhalte ich rund 10.000 Kombinationen. Solange das 10.000 automatisch generierte Kombinationen sind, ist das im Programm nicht weiter ein Problem, zumindest für die lineare Berechnung, weil wir eben die Schnittkraftsuperposition nutzen können, um den Rechenaufwand gering zu halten. Erzeugen wir diese Lastkombinationen aber als einzeln definierte oder als benutzerdefinierte Lastkombinationen,
müssen die Ergebnisse für jede Kombination einzeln aufbereitet werden, was die ganze Berechnung oder die Schnittkraftaufbereitung eben extrem langsam macht. Wenn Sie diese Kombination so generieren, empfehle ich Ihnen dringend, die Kombinationen zu löschen, die Sie eben nicht benötigen. Ich breche das hier ab, damit wir so nur eine Kombination haben. Für diese Kombination habe ich die nichtlineare Berechnung auch bereits durchgeführt. Zur nichtlinearen Berechnung an sich finden Sie weitere Hinweise im Webinar vom März 2019. Dort haben wir hauptsächlich darüber gesprochen, wie wir die nichtlineare Berechnung durchführen. Heute möchte ich mehr darauf eingehen, wofür wir sie eigentlich brauchen können. Das erste, was ich betrachten möchte, ist die Bodenplatte, wenn ich sie auswählen kann. So. Und was mich hier interessiert, ist natürlich die Flächenauflagerkraft, die Bodenpressungen, die wir erhalten. So. Wenn ich mir hier den Minimalwert betrachte, stelle ich fest, über meine ganze Bodenplatte treten Druckkräfte auf, alles ist gut, ich kann linear arbeiten. Allerdings betrachte ich die maximalen Schnittkräfte oder die maximalen Bodenpressungen, erhalte ich gewisse Zugkräfte oder abhebende Kräfte, die ich logischerweise nicht in den Baugrund einleiten kann. Ich passe hier die Farbskala an, indem ich den kleinsten Wert auf 0 setze und damit nur noch positive Werte darstelle. Das heißt, ich sehe auf einen Blick, wo eben diese abhebenden Kräfte auftreten. Eine Möglichkeit, das zu behandeln, wäre, das Ganze einfach zu vernachlässigen mit der Annahme, am Schluss wird das irgendwie schon überdrückt. Dieser Ansatz macht in den Fällen Sinn, wo diese abhebenden Kräfte eben klein sind und wenn möglich eben auch auf kleine Flächen oder Teilflächen beschränkt sind. Ist das nicht der Fall, dann habe ich die Möglichkeit, in der Definition des Flächenauflagers die nichtlinearen Eigenschaften zu aktivieren und eben das Flächenauflager nur für Druck aktiv zu setzen. Grundsätzlich könnte ich hier noch eine maximal zulässige Bodenpressung definieren. Überschreite ich diesen Wert, werden die Bodenpressungen automatisch umgelagert, und ich kann so unter Umständen eine vielleicht noch etwas exaktere Berechnung vornehmen. Ich habe in diesem Fall die Nichtlinearität auf die vertikale Richtung beschränkt, um zu vermeiden, dass mein Gebäude in einer Richtung davonschwimmen kann
und damit wieder instabil wird. Wenn ich mir jetzt die Ergebnisse anschaue, nicht mehr für das maßgebende Maximum, sondern für die Lastkombination, die ich erzeugt habe und auch nicht linear berechnet habe. Hier sind die Zugflächen etwas kleiner, dafür die Zugkräfte etwas größer. Das hängt damit zusammen, dass ich mit den Lastfaktoren ein bisschen beschissen habe und das nicht unbedingt nach Norm festgelegt habe, damit wir heute eben alles sehen können. Nicht linear berechnet verschwinden diese Zugkräfte fast vollständig. Wir erhalten immer noch einzelne Teilflächen mit minimalen abhebenden Kräften. In vielen Fällen wird das hier sogar auf 0 abgerundet mit 3 Nachkommastellen. In anderen Fällen, ich habe doch vorhin gerade was gefunden, sind es wirklich sehr, sehr kleine abhebende Kräfte, die hier übrig bleiben. Das liegt daran, die nichtlineare Berechnung ist eine iterative Berechnung und die Genauigkeit ist maßgebend davon abhängig, wie fein, dass ich diese Berechnung durchführe, das heißt, wie viele Inkremente, dass ich berücksichtige. Je mehr Inkremente, dass ich berücksichtige, in desto kleineren Schritten steigere ich die Last während der Berechnung und desto genauer werden auch meine Ergebnisse. In diesem Fall kann ich mit diesen absolut minimalen Zugkräften eben auf 0 abgerundet mit Sicherheit leben. Gerade für die Bodenplatten gibt es noch einen recht praktischen oder manchmal recht praktischen Trick, wie ich eben vermeiden kann, eine nichtlineare Berechnung durchführen zu müssen. Ich stelle zuerst einmal die Ergebnisse als Isolinien dar und exportiere das Ganze als DXF-Datei. Ich importiere diese DXF-Datei gleich wieder, weil ich beim Export die Standardeinstellungen nicht geändert habe, bleiben sie auch beim Import erhalten. Und ich kann jetzt diese DXF-Isolinien verwenden, um meinen Bereich zu unterteilen. Und eben Bereiche zu definieren ohne Flächenauflager. So, einmal hier kann ich eben das Flächenauflager löschen und ich berücksichtige auch so eine klaffende Fuge unter der Bodenplatte. Zu diesem Workaround ist noch zu sagen, das gilt auch wieder im Grunde genommen nur für eine bestimmte Lastkombination. In gewissen Fällen kann das praktisch sein, weil ich eben vermeiden kann,
nicht linear rechnen zu müssen. In anderen Fällen hilft mir das aber auch nicht weiter. Hier müssen Sie wirklich von Projekt zu Projekt entscheiden, wie Sie vorgehen wollen. Ich mache das Ganze wieder rückgängig, damit wir eben die Ergebnisse nicht verlieren. Und ich lösche auch die DXF-Folie, dass wir wirklich unsere Ergebnisse betrachten und eben nicht die DXF. Gut, ein ganz einfacher Fall, zumindest in diesem Beispiel, sind die Hänger bei diesem Vordach. Wenn ich das linear berechne, maßgebend Minimum und Maximum, und ich stelle die Normalkraft dar, dann erhalte ich in diesen Hängern in allen Lastkombinationen, das heißt im Minimum und im Maximum, eine Zugkraft, das heißt hier eine Nichtlinearität zu berücksichtigen, wäre sinnlos, auch wenn ich keine Druckkräfte übertragen kann, weil eben keine Druckkräfte auftreten. Ich würde Ihnen sehr empfehlen, wenn Sie nichtlinear rechnen, dass Sie zuerst überprüfen, ob und wenn ja, wo das überhaupt nötig ist, damit Sie eben die Anzahl Nichtlinearitäten möglichst gering halten, die Berechnung möglichst vereinfachen können. Es beschleunigt nicht nur die Rechenzeit, es vereinfacht auch das Verständnis für das Verhalten des Modells, beziehungsweise es vereinfacht letztendlich die Ergebnisauswertung. Etwas anders sieht das aus bei diesen Windverbänden. Ich blende noch die Lastebenen aus. Hier erhalten wir wirklich Zug- und Druckkräfte auf beiden Stäben, je nach Windrichtung. Ich betrachte wieder meine Lastkombination, damit wir am Ende auch Äpfel mit Äpfeln vergleichen. Was ich hier tun kann, bevor ich anfange, nicht linear zu rechnen, ich kann die Ergebnisse über die Art und Weise, wie ich sie auswerte, grundsätzlich behandeln. In dem Fall ist der Trick, dass ich diese Druckkraft von 41 kN zur Zugkraft im anderen Stab von so, hier ist der Stab, eben dass ich die Druckkraft von 41 kN zur Zugkraft von rund 35 kN im anderen Stab dazu addiere und meine Windverbände von Hand auf 76 kN Zug total bemesse. Es ist eine Näherung, aber eine relativ gute Näherung, sofern ich sicherstellen kann, dass ich diese Kräfte über den Träger am Kopf der Windverbände beziehungsweise über die Betondecke beziehungsweise Wand am Fuß eben umlagern kann. Diese Näherungslösung ist relativ gut und relativ praktisch, zumindest bei Standardwindverbänden. Wenn
eine Diagonale auf der anderen Seite angeordnet ist, funktioniert das natürlich nicht mehr ganz so einfach. Was auch heikel werden kann, ist der Träger am Kopf dieser Windverbände, wenn dieser Träger auf Normalkraft oder auf Stabilität sehr stark ausgenutzt ist, dann würde ich diese Näherungslösung nicht mehr unbedingt empfehlen. In solchen Fällen oder wenn ich das einfach nicht linear rechnen will, habe ich die Möglichkeit, in der Definition von einem Fachwerkstab diesen direkt nur auf Zug aktiv zu setzen. Verwende ich einen Stab, weil ich Biegung berücksichtigen möchte, beispielsweise kann ich das Gleiche über das Stabendgelenk erreichen. Ich definiere ein halbstarres Gelenk oder ja, eben nicht starr, nicht vollständig gelenkiges Gelenk und habe auch hier die Möglichkeit, nur Zugkräfte zu übertragen. Wenn ich das berechne, dann erhalte ich diese Ergebnisse. Wir sehen, auf diesem Stab ist die Normalkraft so gut wie null. Auf dem anderen Stab erhalten wir 70 Kilonewton, eben im Vergleich zu unserer Näherung, einfach die beiden Kräfte zu addieren, sind wir nochmal etwa 10% günstiger in diesem Fall. Das ist etwa die Genauigkeit von dieser Näherung, aber die Näherung ist in fast allen Fällen auf der sicheren Seite. Dann möchte ich noch etwas zu dem sagen, worauf Sie vermutlich oder worauf viele von Ihnen vermutlich warten, Zugausschluss bei Mauerwerkswänden. So, ich möchte auf der Rückseite beginnen und ich filtere zuerst einmal nur nach Mauerwerk. Das ist ein bisschen einfacher, um uns das am Schluss anzuschauen. Was mich hier interessiert, ist natürlich die vertikale Normalkraft. Erst einmal linear berechnet und so sieht das am Schluss aus. Auch hier kann ich wieder über die Farbskala Druckkräfte ausblenden, indem ich den kleinsten Wert auf 0 setze. Alle blau schraffierten Flächen sind unter Druck. Wir sehen hier an verschiedenen Stellen gewisse Zugkräfte. Die sind nicht sehr, sehr klein, wie wir es bei der Bodenplatte hatten, nicht linear berechnet. Sie sind aber auch nicht riesig und vor allem, sie sind lokal sehr stark beschränkt, unter und über den Fenstern, in den Wandecken, eben bei diesem Anschluss von Wänden. Das sind Effekte, die ich generell vernachlässigen kann. Letztendlich werden hier minimalste Schnittkraftumlagerungen bereits dazu führen, dass diese kleinen Zugkräfte verschwinden. Allerdings
ist das nicht immer so. Diese Wandscheibe ist auf der Betondecke abgefangen. Wir haben keine weitere Wand, keine Stütze darunter. Und hier sehen wir Zugkräfte, die wirklich nicht mehr vernachlässigbar sind. Und sie sind auch auf einen großen, großflächigen Wandteil verteilt. Ich würde vielleicht nicht unbedingt die Spitze an dieser Ecke bei der Tür anschauen. Hier handelt es sich vermutlich auch wieder um einen Effekt der linearelastischen Berechnung, der wahrscheinlich nicht ganz so dramatisch ist. In der Praxis heißt das aber vermutlich, dass wir hier im Mauerwerk Risse feststellen werden. Ich kann das auch in verschiedener Art und Weise behandeln. In dem speziellen Fall eben mit dieser relativ großen Abfangung über 8 Metern Spannweite. Hier würde ich mir zuerst einmal die Frage stellen, muss diese Wand wirklich eine Mauerwerkswand sein? Nicht unbedingt aufgrund der Berechnungsergebnisse oder dem Verhalten der Berechnung, sondern im Hinblick auf das Rissverhalten dieser Wand. Möchte ich die Wand trotzdem in Mauerwerk ausführen, muss ich das natürlich behandeln. Eine Möglichkeit ist es, die Randgelenke am Wandfuß und Wandkopf nicht linear zu definieren und eben diesmal nur auf Druck aktiv zu setzen. Beachten Sie hier für das Randgelenk genauso wie für die Wand. Die lokale Y-Richtung ist vertikal. Wenn Sie die Z-Richtung ändern, wird sich in der Berechnung nicht allzu viel verändern. Wenn ich mir diese Ergebnisse anschaue, dann werden die Zugkräfte fast vollständig verschwinden. Es bleiben gewisse Zugkräfte übrig, die eben innerhalb der Wand entstehen, durch die Tür. Die Druckkraft auf der linken Seite der Tür führt dazu, dass die Wand etwas zusammengedrückt wird und über den Sturz eben auf der anderen Seite das Ganze zieht. Wenn ich das auch vermeiden möchte, könnte ich die Wand entlang dem Türsturz unterteilen, vermutlich auf einer Seite der Tür, und eben horizontale Zugkräfte ausschließen, dann verschwindet das auch noch. In sehr vielen Fällen würde ich Ihnen dieses Vorgehen aber nicht unbedingt empfehlen, aufgrund des höheren Aufwands der nichtlinearen Berechnung. Eine einfachere Möglichkeit, das zu behandeln. Auch das ist wieder eine Näherung, aber keine allzu schlechte Näherung. Und das wäre einfach wie bei der Bodenplatte, diese Wand zu unterteilen. Ich mache das hier einfach mal von Auge. Ich zerschneide den Bereich. So. Und
ich lösche dieses Wandstück, das eben in der Berechnung Zugkräfte erhalten hat, wenn eine Wand Zugkräfte oder eben wenn die Wand Zugkräfte überträgt oder der Wandteil Zugkräfte überträgt, ist er im Wesentlichen nicht tragend und kann aus dem Modell entfernt werden. Das ist auch die einzige Möglichkeit, Zugkräfte zu behandeln im Rahmen einer Erdbebenberechnung, das Antwortspektrenverfahren, das wir in der Regel verwenden, lässt keine nichtlineare Betrachtungen zu. Deshalb können wir in dem Fall nur so vorgehen. So. Auch in Betonbauteilen können Nichtlinearitäten auftreten. Was ich jetzt betrachten möchte, ist dieser Wanddeckenanschluss. Insbesondere bei bestehenden Bauten kann ich hier unter Umständen ein gewisses Biegemoment übertragen, aber kein beliebiges. Ich betrachte das Biegemoment. Im Anschluss, im Randgelenk, beschrifte noch die Ergebnisse und wir erhalten hier auf der rechten Seite Biegemomente von etwa 21 Kilonewtonmeter pro Laufmeter im Maximum. Möglicherweise kann ich es übertragen, dann brauche ich nichts zu tun. Möglicherweise ist die Bewährung aber zu gering, um eben eine volle Einspannung auszubilden. Auch hier kann ich das Randgelenk anpassen, diesmal für die XX-Richtung. Ich behandle beide Richtungen gleich. Ich könnte die Richtungen auch unterscheiden, wenn ich das wirklich möchte. Allerdings werden hier ohnehin nur Biegemomente in einer Richtung auftreten. Dann muss ich mir schon mal keine Gedanken machen, welche Richtung jetzt am Ende auch welche ist. Ich habe hier ein Grenzmoment von 15 Kilonewtonmetern pro Laufmeter festgelegt. Das ist das Moment, das ich übertragen will. Überschreite ich dieses Moment, erhalte ich einen Riss im Wanddeckenanschluss, die Bewährung wird fließen und ich kann zumindest rechnerisch eine beliebige Verdrehung aufbringen, ohne ein höheres Biegemoment zu übertragen. So, ich gehe zurück in den Grundriss und schalte um auf die nichtlineare Berechnung und wir sehen auf einen Blick den Unterschied. Das Biegemoment, das ich hier übertrage, ist auf dieses Grenzmoment beschränkt. Die Schnittkräfte sind entsprechend umgelagert worden. Das heißt, das Biegemoment im Feld ist vermutlich etwas höher geworden, möglicherweise auch quer dazu. Je nach Steifigkeit werden sich die Schnittkräfte jetzt entsprechend verteilen.
Auch hier gibt's einen Workaround, der manchmal irgendwie funktioniert. Und das wäre einfach die lineare Steifigkeit von diesem Randgelenk manuell anzupassen. Allerdings, gerade in solchen Fällen werden sie häufig nicht um eine nichtlineare Berechnung herumkommen, insbesondere wenn es eben nicht nur um ein Randgelenk, sondern um mehrere geht. Hier haben Sie einfach zu viele Parameter, die Sie variieren könnten. Sie werden kaum die richtige Einstellung finden. Dann möchte ich noch auf diesen Stahlbau zu sprechen kommen. Und was ich mir hier als erstes betrachte, sind die Biegemomente in den Stützen, allerdings linear berechnet. Dieses Stahlgerüst oder Stahlpavillon ist horizontal stabilisiert durch den Windverband auf einer Seite, allerdings auf der anderen Seite über die biegesteife Verbindung von den Stützenköpfen zu den Primärträgern. Wir erhalten hier ein linear elastisch gerechnetes Biegemoment. Allerdings aus irgendwelchen Gründen dummerweise in Richtung der schwachen Achse des Trägers. Wenn ich mir das genauer anschaue, ist eben dieses Biegemoment, das wir erhalten, größer als das Fließmoment des Trägers. Ich kann davon ausgehen, dass sich am Stützenkopf ein plastisches Gelenk ausbildet und kann das in den Gelenkeinstellungen definieren. Für Stahlträger habe ich die Möglichkeit, ein plastisches Gelenk auszuwählen. Damit wird eben die Steifigkeit und das Grenzmoment automatisch berechnet. Für eine Stahlbetonstütze oder irgendein anderes Material habe ich immer noch die Möglichkeit, ein halbstarres Gelenk zu definieren und eben das Grenzmoment und die Steifigkeit manuell festzulegen. Wenn ich die gleichen Werte verwende wie die Werte des plastischen Gelenks, erhalte ich exakt das gleiche Verhalten. Und wenn ich mir jetzt die Ergebnisse anschaue, ich mache das in der Schnittkraftzusammenstellung, dann erhalte ich eben linear gerechnet ein Moment von knapp 63 Kilonewtonmetern. Nicht linear gerechnet ist es aber auf 58 beschränkt. Eine weitere Angabe, die ich hier erhalte, ist die rote Darstellung dieser Gelenke im Gegensatz zu diesen blauen Gelenken, die eben nicht plastifizieren, und die daneben stehende Zahl. Diese Nummer gibt mir an, in welcher Reihenfolge sich die plastischen Gelenke ausbilden, in diesem Fall gleichzeitig bei allen Stützenköpfen,
so wie ich es eigentlich auch erwarten würde. Dann möchte ich auch auf das nichtlineare Materialverhalten noch eingehen. Ich gehe noch kurz zurück zur linearen Berechnung und wenn ich eben den Primärträger hier in der Mitte betrachte, so, dann stelle ich fest, ich erhalte ein relativ großes Biegemoment, das über dem Fließmoment des Trägers liegt. Ich erhalte keinen exakt parabelförmigen Verlauf, sondern jeweils einen Knick, da wo die Sekundärträger aufliegen. Ich gehe zurück zu den Elementen und ändere meine Materialdefinition, eben indem ich die nichtlinearen Eigenschaften aktiviere. Das ist die Voreinstellung für Stahl. Kann ich das direkt so verwenden? Ich kann das aber auch noch genauer anpassen, wenn ich das tun möchte. Was ich Ihnen hier sehr empfehle, dass Sie auch die Materialnichtlinearitäten auf die Bauteile beschränken, die das wirklich benötigen, das heißt auf die Bauteile, die tatsächlich plastifizieren oder von denen Sie vermuten, dass sie plastifizieren können. Ich habe deshalb zwei Stahlsorten eingeführt bzw. eine Kopie von diesem Stahl erstellt, einer linearen und einer nichtlinearen Variante. Über die Farbkodierung kann ich das eben nach Material einfärben. Aktuell haben beide Stähle die gleiche Farbe. Ich kann hier aber deutlich markieren, welche Stäbe sich eben plastisch verhalten können und welche nicht. Wenn ich jetzt die Ergebnisse betrachte, auch wieder in der Schnittkraftzusammenstellung, wir sind immer noch linear, nicht linear, sehe ich sehr deutlich, wie eben das Biegemoment auf das Fließmoment des Trägers beschränkt wird. Was dabei natürlich passiert, die Biegemomente in den Sekundärträgern werden größer, wenn ich eben die Schnittkräfte plastisch ermittle, weil ich weniger Last über den Primärträger abtragen kann. So. Ich habe Ihnen hier nochmal die häufigsten Nichtlinearitäten, wie sie auftreten, zusammengefasst. Sie werden sicher immer wieder andere oder ähnliche Situationen vorfinden. Typisch ist ein Zugausschluss bei Mauerwerkswänden. Wie erwähnt, hier würde ich Ihnen empfehlen, eben Wandteile unter Zug zu entfernen und nur in Ausnahmefällen wirklich nicht linear zu rechnen. Der Aufwand ist in der Regel nicht gerechtfertigt. In Einzelfällen können Sie auch eine ganz gewöhnliche lineare Berechnung durchführen, wenn Sie die Zugkräfte
vernachlässigen können, wie wir es beispielsweise über und unter den Fenstern gesehen haben. Bei Windverbänden ist das Standardvorgehen das Addieren der Zug- und Druckkräfte, eine Anpassung des Modells ist hier meistens eine Anpassung des Modells und lineare Berechnung ist hier meistens nicht sinnvoll, wenn eben dieser Trick nicht funktioniert oder nicht genau genug ist, dann bleibt Ihnen nur noch die nichtlineare Berechnung. Bei Bodenplatten können Sie abhebende Kräfte, zumindest bei Gebäuden, in der Regel vernachlässigen. Allerdings steht Ihnen hier die Möglichkeit zur Verfügung, für einzelne Teilflächen das Flächenauflager manuell auszuschalten mit linearer Berechnung oder eben nicht linear zu rechnen. Verformungen im Zustand 2 können Sie eigentlich nur nicht linear rechnen. Sie könnten theoretisch den E-Modul vom Beton manuell anpassen und weiterhin linear rechnen. Allerdings frage ich mich, ob das dann wirklich so wahnsinnig viel bringt. Wenn mich die Verformungen im gerissenen Zustand schon interessieren, dann möchte ich diese Steifigkeitsreduktion eben auch auf die einzelnen Teilflächen spezifisch vornehmen. Plastische Gelenke in Stahlstäben können Sie auch fast nur nicht linear rechnen. Teilweise können Sie auch hier mit einer manuellen Steifigkeitsanpassung arbeiten, aber in sehr vielen Fällen haben Sie zu viele Variablen, um einen sinnvollen Steifigkeitszustand zu finden. Wenn Sie Vorverformungen berücksichtigen möchten und Spannungsnachweise in Stahlträgern führen wollen, bleibt Ihnen nur die nichtlineare Berechnung, da führt kein Weg dran vorbei, genauso wie bei einer Seilstatik. Wie gewohnt können Sie sich auch dieses Webinar auf unserem YouTube-Kanal noch einmal ansehen, wo wir uns immer über Ihre Bewertung und oder Kommentare freuen. Sie dürfen unseren Kanal auch gerne abonnieren und sich benachrichtigen lassen, wenn neue Videos erscheinen. Das nächste Webinar findet statt am Freitag, dem 24. November, wieder um 11.15 Uhr. Da werden wir auf Ihre Fragen zur Anwenderumfrage eingehen. Die Anwenderumfrage werden wir in den nächsten Tagen versenden. Sie erhalten von uns eine E-Mail. Damit bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit und wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.